Hallo zusammen, heute begrüßen wir im Fairplay-Studio Ciriaco Sforza. Sebastian, grüß dich, hallo. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, letzte Woche hast du mich angerufen und gefragt, ob wir eine spezielle Autogrammkarte für dich produzieren könnten. Und gut, für die, die es noch nicht wissen, hier bei der Fairplay Agency haben wir mehrere grafische Designer, die bei uns angestellt sind und exklusiven Content herstellen für unsere Klienten wie Ciriaco Sforza. Und ich habe mir dann gedacht, hey, tolle Sache, machen wir was ganz, ganz Tolles, Spezielles, was deiner Karriere auch als Spieler und als Trainer gerecht wird. Und die ist jetzt angekommen, frisch aus der Post. Ah ja, mega. Was meinst du, willst du reingucken? Ja klar, immer gerne. Letzter Schnitt, so, machen wir wieder zu. Nee. Mega. Hübsch, hübsch. Schön. Und? Ist gut geworden? Schau mal, zum Erklären jetzt, Sebastian, kriege ich jetzt gleich Hühnerhaut. Schau mal. Meister 1997 mit einem Aufsteiger. Mega. Champions League-Sieger, Nationalspieler, Inter Mailand. Also, was will ich noch mehr? Also pure Energie, Hühnerhaut, es macht mir Freude. Sebastian, ich glaube, eine größere Überraschung konntest du mir heute nicht machen. Herzlichen Dank. Ja, freut uns mega, dass es dir gefällt und hoffentlich gefällt es auch deinen Fans. Wir verlosen auf Facebook und Instagram je 3 signierte Autogrammkarten von diesem Herrn. Ja, was meinst du, Ciri? Jetzt bräuchten wir noch eine gute Verlosungsfrage. In welchem Jahr wurde der FC Kaiserslautern mit der Aufsteigermannschaft Deutscher Meister? Gute Frage. Also, Leute, wer eine Autogrammkarte will von Ciriaco Sforza, beantwortet die Frage. Wir geben 3 Optionen, A, B und C. Unten kommentieren und ja, auf gut Glück. Vielen Dank, Ciri. Immer gerne. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.